Man kann den Willen eines Menschen nicht brechen wie den eines Hundes. Je mehr man ihn prügelt, desto störrischer wird er. Seinen Willen kannst du nur über seine Seele brechen. Es gibt Leute, die glauben, man könnte mit Würde kämpfen, sauber töten. Aber das ist absurd. Es betäubt nur, damit man die blutigen Schrecken des Mordens ertragen kann. Man muss diese Idee ausmerzen. Erst zeigst du ihnen, wie dreckig das Töten ist, und dann, dass man es genießt. Man verwundet und richtet die Verwundeten dann hin, verbrennt sie, verwickelt sie in den direkten Kampf. Das zerstört das Bild von einem Menschen, und sie halten dich für ein Monster. Wenn sie dich fürchten, macht dich das stärker. Aber vergiss nie, dass das nur Show ist, wie ein brüllender Löwe oder ein Gorilla, der sich auf die Brust schlägt. Du darfst dich darin nicht verlieren. Denn wenn du dem Schrecken erliegst, wirst du wirklich zum Monster. Nicht mehr als ein Mensch, sondern weniger. Und das ist dein Untergang. Sie reinzubringen ist einfach. Über die Berge, durch die Wüste. Viel schwieriger ist der Transport im Land. Wenn sie dich anhalten, musst du sie bestechen oder erschießen. Schlecht fürs Geschäft. Sobald die Ware im Land ist, willst du sie möglichst schnell abliefern. Soll sich doch der Kunde damit rumschlagen. Wie geht's am Transport weiter? Vor 6 Monaten habe ich Mbantuwe 300 Kilo C4 geliefert. Er hatte ein Dutzend tote Männer dabei. Und das C4 in ihre Leichen gesteckt. Dachte wohl, dort sucht niemand. Clever. Woher beziehen Sie die Waffen? Viele glauben, sie kämen alle aus der Ex-Sowjetunion. Damals, 89, konnte man etwa 2 Jahre jede Menge abgreifen. Aber das ist vorbei. Ich verschiebe Waffen. Ich profitiere von ihrer Zirkulation. Wenn in Liberia Waffenstillstand herrscht, werden dann 2000 Tonnen Waffen verschrottet? Nein, die kaufe ich auf und bringe sie im nächsten Krieg auf den Markt. Dieselben Sowjetwaffen von 1989? Die Hälfte etwa. Der Rest kommt aus alten europäischen Militärbeständen. Nach Auflösung der Kolonien in den 60ern und 70ern. Franzosen, Holländer, Belgier. Einige dieser Waffen sind also schon alt und wurden immer und immer wieder verkauft. Biologisch abbaubar sind die nicht. Das sind nur die Toten. Warum Waffen? Warum nicht Autoteile oder Radios? Wo ist da der Unterschied? Es ist genau dasselbe. Du telefonierst, triffst deine Kunden und handelst einen Preis aus. Du lieferst und wirst bezahlt. Es ist ganz einfach. Ich tue, was Menschen schon seit Ewigkeiten tun. Ich betreibe Tauschhandel. Leute wie Sie kommen mit Moral und erklären das für böse oder wahnsinnig. Die Arbeiter in den Waffenfabriken in Belgien oder den USA sind in der Gewerkschaft, oder nicht? Aber haben die Kinder, die in Bangladesch 40.000 Radios im Jahr montieren, eine 40-Stunden-Woche? Sie denken zu viel über Moral nach. Das ist wahnsinnig. Warum Afrika? Überall auf der Welt werden Waffen gebraucht. Warum hier? Warum in meiner Heimat? Jeder Ort ist für irgendjemanden Heimat, Kumpel. Aber es gibt trotzdem Kriege. Ich fange keinen Krieg an, auch diesen nicht. Aber Ihre afrikanischen Brüder wollen sich ja unbedingt gegenseitig tot sehen. Ich soll woanders hingehen? Dort hat auch einer seine Heimat. Aber der ist ihnen egal. Und wäre es Ihre Heimat? Meine ist der Krieg. Ich habe mal ein Jahr in Black Beach verbracht, im Dunkeln. Die reinste Hölle, mitten im Abwasser. Die Wärter haben nur aus Spaß einem Gefangenen die Finger gebrochen. Immer wieder verhungern dort welche. Einer der Typen hat eine Ratte mit den Zähnen gefangen. Er lag seit 2 Monaten in Handschellen, jede Minute. Er konnte nicht mehr essen. Wenn man das sieht, er hat geheult, als er sie in seinem Mund getötet hat. Seine Augen, sein Gesicht, er war wahnsinnig. 3 Tage später war er tot. Was brachte ihn um? Die Erkenntnis, was aus ihm geworden war. Wie kommt man eigentlich dazu, Waffenhändler zu werden? Bei der Marine haben wir Waffen an die ganze Welt geliefert. 20 Kisten Gewehre für irgendwelche Widerstandskämpfer, um irgendeinen Diktator zu stürzen. Und ich rede hier nicht von fabrikneuen M16s. Das waren illegale Waffen, irgendwo konfisziert und dann neu verteilt. Ohne Papierkram. Beim Militär lernst du 2 Dinge. Wie man mit Bürokratie umgeht und wie man sie vermeidet. Und so lernst du auch alles über den Waffenhandel. Nach der Entlassung wendest du das Gelernte dann an. Alle Waffenschieber haben so angefangen. Mit dem Verlust illegaler Waffen bei Armeetransporten. Haben Sie jemals Partei ergriffen? Einmal. War keine gute Idee. Nur der halbe Gewinn. Und ich wäre fast krepiert. Nie wieder. Man verkauft an beide Seiten. Gleiche Chancen stabilisieren den Markt. Und ein langer Konflikt bringt mehr Geld. Sowohl die APR als auch die UFLL benutzen meine Waffen. Jetzt herrscht Waffenruhe. Beide Seiten rüsten auf. Weniger Gewalt, höhere Ausgaben. Perfekt. Aber es herrscht Anarchie. Tausende sind tot, Hunderttausende wurden vertrieben. Würde ich Partei ergreifen, gäbe es weniger Vertriebene, aber mehr Tote. Und ich wäre wohl einer davon.
Haben Sie sich mal geweigert, jemandem Waffen zu verkaufen? Ich bin Humanist, ich urteile nicht. Sie vielleicht. Ich kann keine Waffen verkaufen. Blödsinn, Ruben. Sie haben alles, was man dazu braucht. Sie wären sogar besser als ich. Sie sind schlau, kreativ, können verkaufen. Ihretwegen gebe ich diese Interviews, Mann. Der Rest ist Papierkram. Ich könnte schon aus moralischen Gründen keine Waffen verkaufen. Ich rede von Tatsachen, Sie von Theorien. Sie sind kein guter Mensch, Ruben. Sie hatten einfach nur Glück, dass Sie nie anders leben mussten. Wenn es nötig ist, tut ein Mensch alles, zu dem er theoretisch imstande ist. Gestern habe ich einen Jungen am Straßenrand gesehen. Er war höchstens 17 oder 18. Er hatte eine Schrotflinte bei sich und neben ihm lag ein toter APR. Zerfetzt von mehreren Ladungen 12er Schrot aus nächster Nähe. Der Junge hielt den Typen am Bein fest und nahm ihm die Stiefel ab. Der Kleine sah müde aus, abgekämpft und erschöpft, alt. In dem Alter sollte niemand so aussehen. Ich sage Ihnen, was krank ist. In England, den USA, in scheiß Kanada oder Schweden zahlen die Leute Steuern. Und dann transportiert eine ferngesteuerte Drohne einen Sprengsatz auf einen Marktplatz, um einen Warlord zu schaden. Vielleicht ruht der Krieg dann 6 Monate und ihr glutenfreies Hirsebrot bleibt billig. Leute zu bewaffnen ist nicht krank. Krank ist es, zum Schutz unserer Interessen Diktatoren zu stürzen und das internationale Gerechtigkeit zu nennen. Diese Menschen haben keine ferngesteuerten Drohnen, die ihre Interessen wahren. Meistens haben sie nicht mal eine scheiß Regierung. Die Drohne ist der Unterdrücker. Glutenfreies Hirsebrot ist der Unterdrücker. Das AK-47 schafft den Ausgleich. Ich gebe den Menschen eine Chance. Was bezwecken Sie mit diesem Interview? Glauben Sie, jemand im Pentagon liest es und macht Jagd auf mich? Scheiße, nein. Ich bin ein notwendiges Übel. Sie sind froh, dass ich hier bin. Sonst müssten Sie nämlich selbst herkommen und den Lauf der Dinge aufhalten. Eine undankbare und sinnlose Aufgabe. Und wenn Sie die ersten Leichen nach Hause schicken, sind Sie im Arsch. Ein toter 23-Jähriger aus Iowa ist eher eine Nachricht als der Tod der 50.000 Menschen, die er schützen sollte. Selbst wenn es Sie kümmern würde, könnten Sie schon wegen der Medien nicht eingreifen. Es geht darum, wer den Löwenanteil bekommt. Bei Kindern und Tieren genauso wie bei den Warlords. Es reicht nicht, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Es muss das größte Stück sein. Und das kriegt nicht der Affe oder die Giraffe. Das größte Stück kriegt der Löwe, weil er nun mal der Scheißkönig ist. So läuft das. Und zwar schon seit Millionen von Jahren. Lange bevor der Mensch behauptet hat, es sei nicht so. Vermutlich sollte das auch so laufen. Aber Sie sind nicht der Löwe. Man nennt Sie den Schakal. Manchmal beklaut der Schakal den Löwen. Aber nicht weitersagen. Ich habe Ihren Laster gesehen, von einem MG perforiert und abgefackelt. Er stand am Straßenrand. Ich habe reingeschaut. Leichenteile, komplett verbrannt. Keine Kamera, kein Rekorder, kein Notizbuch. Ich weiß nicht, vielleicht sind Sie tot, vielleicht auch nicht. Vielleicht finden Sie diese Bänder, dann machen Sie damit, was Sie wollen. Vielleicht ist das Interview jetzt auch vorbei. Vergeudete Worte, ein vergeudetes Leben. Man sieht sich. Habe heute einen Schusswechsel beobachtet, eine kleine Auseinandersetzung an einer Straßensperre. Ein paar von der APR hatten sich verfahren. 5 oder 6 von ihnen haben dann gegen die UFLL-Typen gekämpft, etwa 20 Minuten lang. Immer wieder sprang einer hoch und gab ein paar wilde Schüsse ab. Alle hatten Angst zu sterben. Danach rannten die letzten beiden unverletzten UFLL-Typen völlig verängstigt in den Dschungel. Ich ging hin und sah mich um. Da lag einer mit einem Bauchschuss. Ziemliche Sauerei, sehr viel Blut. Er sah mich und wollte, dass ich ihn erlöse. Schon komisch. Da wird einer angeschossen, weil er Angst hat zu sterben und dann ist er zu feige, weiterzuleben. Idioten. Diese Kinder bei der APR oder auch der UFLL oder wer sich sonst noch diese verdammten Radiosendungen anhört. Bantuwe, Tambossa, ich weiß nicht mehr wer, sie sind sowieso alle gleich. Scheiß Kerle mit glasigem Blick, die jede Propagandalüge hochjubeln, die man ihnen vorsetzt. Es ist absurd. Diese Typen sind doch schon tot. Sie blasen sich gegenseitig weg für jemand anderen. Tambossa, Bantuwe, die UFLL, die APR. Da geht's nicht um Widerstand, nicht um Freiheit oder Arbeit. Es gibt keine Ideologie, nicht mal den nötigen Siegeswillen. Es ist sinnlos, völlig sinnlos. Selbst wenn wir sie alle umbringen würden, würde das irgendwas ändern? Wenn Sie jemanden töten müssen, wirklich müssen, ist dann ein sauberer Kopfschuss die bessere Lösung? Ist es schlimmer, ihn mit einer Axt zu zerhacken? Und was ist, wenn Sie 10 töten müssen, oder 100 oder 1000? Was, wenn Sie so 1000 andere retten, oder 10, oder nur sich selbst? Wie viel ist ein Mensch wert? Oder sein Tod? Welche wahnsinnige Rechnung hilft uns bei solchen Fragen?